Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Turtle Forest Village. Ja. Wie ihr sehen könnt, wir haben ein paar Bäumchen. Ein oder anderes Bäumchen. Ich glaube, es liegt daran, dass die was gepatcht haben. Und zwar, die haben was gepatcht, irgendwas bezüglich Tree Growth, Rate und wie viel die Holz geben und ja. Die haben auch gepatcht Terraforming, die haben auch gepatcht Decorations, irgendwelche Icons haben sie gepatcht. Ja, wir sind mal gespannt, was sich dadurch jetzt verbessert hat. Aber auf jeden Fall, was im ersten Moment mal ersichtlich ist, ist definitiv Bäume. Ah ja, es gibt hier jetzt ein neues Icon, sieht etwas anders aus. Was halt definitiv Fakt ist, wir werden nie wieder Holzprobleme haben. Ich habe keinen Plan, was ich mit dem ganzen Holz machen soll. Gibt eigentlich so viel? Viel gibt so einen Baum? 10. Okay, die sind jetzt einfach größer. I see. Hier definitiv mal alle Bäume weg. Weil, ja. Ich will eigentlich keine Bäume bei mir in der Siedlung haben. Definitiv nöp. Mal alles weg da. Hier auch noch irgendwie. Und hier. Jupp. Entschuldigung. Mal wieder etwas ausgedünnt hier. Ja, aber eigentlich wollten wir hier ja jetzt weitermachen. Wir haben 3 untätige Leute. Wieso? Förster. Ah, die haben scheinbar auch den Förster geändert. Der Förster hat beherbergt jetzt nur noch 2 Leute. Okay. I see. Und was haben die noch geändert? Jäger, so wie es uns schaut. Da gehen jetzt maximal 3 rein. Okay. Da wir nur 2 Jagdhütten haben, halt nur 6 Leute da. Okay. Haben die vielleicht an den Köhlern noch was gemacht? Sind die jetzt 2? Nö. Hier kann man immer noch upgraden. Okay, okay, okay. Ja, gibt ein paar Neuerungen. Es wird eh gerade Winter, das heißt, wir können Holz, Holz, Holz sammeln. Das ist gut. Und wir brauchen halt ultra viel Eisen. Ich mach da mal voll. Wir haben ja noch viele Leute. Ja, ich würde mal sagen, ich lasse mal so laufen. Ich wollte irgendwo Bäckereien hinbauen. Das habe ich noch irgendwie im Kopf, aber ich sehe nichts mehr, weil hier überall Bäume stehen. Irgendwo hier wollte ich eine bauen, glaube ich. Und hier, wo ich irgendwas geplättet habe oder plätten will. So. I see. Dann tut das mal tun. Kann man vielleicht jetzt das Ding endlich abreißen? Maybe? Nee, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Würde ich jetzt mal behaupten, dass das immer noch nicht geht. Egal. Dann halt nicht. Es wird Winter und ich sehe wieder mehr, weil langsam die Bäumchen hier weniger werden. Alter, die fällen Bäume, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber mir soll es recht sein. Entschuldigung. Meine Stimme wird einfach nicht besser. Wie sieht es denn mit dem nächsten Frühjahr aus? Haben wir genug Nahrung? Ich befürchte nicht. Ich muss nochmal etwas langsamer machen. Ich muss mir überlegen,
nahrungstechnisch, weil das müsste jetzt, wird wahrscheinlich ziemlich in den Keller gehen jetzt. Kann fast nicht anders sein. Gras ist gerade so am Limit. Flachs ist in Ordnung, das ist auch in Ordnung. Ich habe irgendwo doch einen zweiten Schneider gebaut. Ist der schon am Tun? Ja! Schneider 1. Schneider, nee, Schule. Wo ist Schneider 2? Habe ich den hingebaut? Ich habe ja zwei Schneider. Ja, wo habe ich denn den zweiten Schneider hingebaut? Und du hier hin? I don't know. Ich hab's vergessen. Ist zu lange her. Das kann ja nicht sein. Muss ich jetzt meine alten Folgen durchschauen, damit ich weiß, wo ich den Schneider hingebaut habe? Oh Mann, das wäre peinlich. Aber ich glaube, ich finde das Ding echt nicht mehr. Nee. Ich dachte eigentlich hier irgendwo hin, aber anscheinend. Hier habe ich nur Bäckereien gebaut. Und die Bäume helfen auch nicht wirklich. Egal, soll uns jetzt mal egal sein. Ich werde sie schon irgendwann wieder finden. Wie sieht's denn hier aus? Das ist alles in Ordnung. Gibt es hier irgendein Limit, das hier vielleicht... Nö. Die Ressourcenlimits. Die machen wir mal mehr. Okay. Die sind am Tun. Okay, passt. Ich wollte Bäckereien bauen. Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, weil ich habe jetzt dann definitiv Holz ohne Ende. Aber sowas von ohne Ende. Dass ich fast schon gar nicht weiß, was ich damit tun soll. Hier müssen auch noch ein paar Bäumchen weg. Die nerven. Hier wird es langsam besser. Hier auch, okay. Die machen gute Arbeit. Bäckereien. Ich hatte hier drüben, glaube ich, Getreide. Jo, hier. Das heißt, ich könnte eigentlich jetzt hier mal noch eine Bäckerei hinstellen. Es gibt auch wieder mehr Nahrungsproduktion dann. Jo. Holz, Eisen, das ist eigentlich alles easy. Jo, das easy. Machen wir so. Und Nahrung ansonsten noch. Noch eine Bäckerei, am besten hier irgendwo. Ah, hier habe ich die Schneiderei. Yay, found it. Alles klar. Hier wollte ich noch eine Bäckerei hinbauen. Kann ich hier noch eine hinstellen? Ja, jetzt geht's. Hab's planiert, jetzt geht's. Am besten sollte noch ein Weg irgendwo ran vorbeigehen. Machen wir die hier. So, noch eine Bäckerei. Das heißt aber auch, gut, das ist hier voll. Getreide und Mehl. Getreide. Ja, erstmal das aufbrauchen. Hier eventuell dann sollen sie es halt hier hintragen. Im schlimmsten Fall. Hier dann mal Getreide ansetzen. Weil bis die das da drüben jetzt leer haben, dauert etwas.
Heißt, ich könnte das... Ah, das habe ich schon umgestellt, oder? Na? Hier die Zitronen, die wachsen. Irgendwo hatte ich Getreide. Ich glaube, das war hier. Das habe ich schon umgestellt. Und dann könnte ich das hier auf... Stelle ich auf Weizen oder auf Mais? Mais bringt einfach so viel mehr. Ich stelle mal auf Mais. Bin mir zwar nicht sicher, ob der fertig wird, weil das hier ist immer ein bisschen ein Problem hier. Vor allem, wenn er es so weit tragen muss. Ich muss einfach früh genug irgendwo bei 500 oder 600 dann schon ernten lassen. Okay, ich lass mal laufen jetzt. Ah, das ruckelt. Machen wir doch mal so kurz. Okay, die bauen hier. Sehr schön. Nur noch etwas Stein. Ja, jetzt gefällt mir das hier schon viel besser. Der halbe Wald mal endlich weg hier. Apropos Wald. Hier ist auch noch zu viel Wald. Auch noch etwas weg. Ja, so langsam lichten sich die Reihen wieder. Sehr gut. Na, kann ich jetzt? Ja, nicht wirklich. Das ruckelt. Haben die an der Performance was geändert? Ist jetzt deutlich schlechter als vorher. Muss ich mal gucken. Ich habe nur jetzt gerade nicht so viel Zeit. Muss nur schnell zwischendurch eine Folge aufnehmen. Aber das schaue ich vor der nächsten Aufnahme mir noch genauer an. Das Pastetengedönse da ist eigentlich gut. Das gefällt mir. Ja, wie gesagt, brauchen wir noch mehr Nahrung? Ich bin unschlüssig. Wir können halt auch noch die Sammler hier voll packen. Den und den hier. Von daher eher nochmal Obst. Oh, nice! Seht ihr das? Oh ja. Ah, so viel Need für das. Genial. Genial. Gefällt mir. Die zeigt jetzt endlich an, was wie viel bringt. Das heißt, Fisch und Fleisch bringen gut. Was bringt Obst? Wie viel bringt Gemüse? Wie viel bringt Brot? Brot bringt nicht so viel. Und die Dinger hier bringen übelst viel. Ein Fischauflauf nicht so. Ich muss mir das mal kurz anschauen, was da Kosten zu Nutzen sind. Fleischpastete ist ein Getreide, weil das gibt zwei Mehl, oder? Oder sogar vier. Ja, ein halbes Getreide. Und drei Fleisch. Drei Fleisch sind 24. Und die Pastete gibt 41. Also das lohnt sich definitiv. Weil das Getreide selbst bringt uns ja nichts. Und wir brauchen ja für Brot, was 8 bringt, was ja nicht sonderlich viel ist, brauchen wir ein Getreide. Das heißt, das lohnt auf jeden Fall. Obstkuchen lohnt auch übelst. Aber Obstkuchen braucht halt Milch, habe ich nicht. Gemüsetorte bringt auch viel, aber da brauchen wir Eier. Eier haben wir auch nicht viel. Und der Fischauflauf, ja, der braucht halt auch nicht viel, der ist halt easy. Der braucht nur 2 Fische, das ist 14 und das heißt, das bringt es auch auf jeden Fall. Also das mit den Bäckereien ist eine grandiose Idee. Ich werde jetzt die Fleischpastetenproduktion aber sowas von ankurbeln. Und auch noch mehr Fischauflauf und so produzieren lassen. Der ganze überschüssige Fisch ist halt hier unten. Hier, oder? Hier ist Fisch. Und hier ist Fisch. Kann ich hier noch eine Bäckerei hineinzwängen? Das wäre doch nice.
Ich gehe jetzt Enrage mit Bäcker rein. Das lohnt übelst. Im Winter werden meine Arbeiter alle in der Bäckerei stehen. Hier wird noch eine gehen. Hier geht sonst eh auch nichts mehr Gescheites. Könnten wir da noch Fischauflauf produzieren? Müssen wir nur noch etwas terraformen. Mal schauen, wie das neue Terraforming funktioniert. Grundfläche planieren. Ich glaube, man kann jetzt... Ah, ja, genau. Ach, das war auch so genial jetzt. Ach, die sind einfach... Die machen echt intelligente Sachen. Man kann jetzt einen größeren Bereich auswählen, nämlich über Gebäude drüber. Und es wird aber nur das planiert, was halt planiert werden kann. Das heißt, da wo Gebäude stehen, wird nicht planiert, der Rest wird planiert. Und es scheint auch besser jetzt zu planieren, also smooth, mehr smooth, nicht so ja, abgehackt. Mal schauen, ob das funktioniert. Cool, oh Mann, das war echt nice, 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 nice. Die Leute machen das echt gut, das gefällt mir. Richtig nice. Okay, wir warten mal noch schnell, bis hier Plusgrade sind und dann legen wir wieder mit der Produktion los. Ich packe jetzt hier mal schnell noch hier voll rein, dass die das fertig machen. Weiß zwar nicht, ob sich das ausgeht. Alter, Performance ist jetzt echt total im Arsch. Ich muss da mal schauen. Vielleicht sind es die Schatten. Die, glaube ich, sind neu. Ich weiß nicht, ob die schon vorher waren. I don't know. Ja, viele Neuerungen. Viele Neuerungen. Viele coole Neuerungen, finde ich. Die Bäume sehen jetzt, die großen Bäume sehen jetzt endlich aus wie große Bäume. Und nicht so wie Strohhalme. Das gefällt mir auch sehr gut. Und das Beste finde ich einfach das. Jetzt weißt du endlich, woran du bist. Weißt du endlich, wie viel bringt's? Hat es, macht es Sinn oder nicht? Das ist super cool. Bin ich total happy. Die sind hier im Tun. Da bin ich auch happy drüber. Alter, Performance so am Arsch. Da geht nichts weiter. Vor der nächsten Aufnahme muss ich da echt mal gucken, wieso das hier jetzt so schlimm abgeht. Ah, unsere Zitronenbäume scheinen auch gewachsen zu sein. Sehen auf jeden Fall jetzt wie Bäumchen aus. Ich glaube, ich brauche irgendwo noch mal einen Sommer lang jetzt noch ein zweites Grasfeld. Einmal Gras ist etwas wenig jetzt, weil wir halt jetzt verbaut haben auch und ich will nicht, dass mir die Schafe verrecken im Winter. Ich glaube, ich mache hier einfach mal Gras diesen Sommer. Die Fische haben sie gelassen von der Anzahl an Leuten, die man reintun kann. Aber das sieht momentan gut aus. Sie fressen hauptsächlich das hier weg. Das ist in Ordnung. Da kommt ja dann wieder gut Nachschub. Okay. Ich wollte hier eine... Es sind 0 Grad. Ich kann was Neues bauen. Und ich kann hier eine Bäckerei hinstellen noch. Nicht hier. Hier. Haben die das? Ja, die haben das planiert. Sehr schön. Ich stelle die so. Am besten, dass man oben noch vorbeilaufen kann dann. Hier kann man auch vorbei. Hier geht nicht. Hier ist dann noch maximal Weg. Ja, ich stelle sie mal hier hin. Okay. Das braucht Gras, Holz. Ja, wir haben noch so viel Zeugs. Okay, gut, gut, gut. Ich weise noch schnell die Arbeiter hier zu. Die ziehe ich ab. Hier 18 Stück. Haben wir so viele? Noch nicht. Noch zwei hier weg. Na, das langt noch nicht. Dann machen wir hier so. Und eine müssen wir noch abziehen.
einen Brotbäcker. Wo ist ein Brotbäcker? Hier, die Backnalle Brot. Hier ein weg. Hier ein dazu. Dann hier noch ein Brotbäcker weg. Ach, machen wir es so und so. Genau. Hier zwei. So, das passt. Einer, der schleppt. Ein Förster reicht auch. Okay, das sieht mal gut aus. Ja, für diese Folge soll es das wieder gewesen sein. Ein paar coole Neuerungen dabei. Schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein, wenn wir hier wieder weiter loslegen. Und unsere Bäckereien weiter ausbauen und auch ansonsten mal schauen, was wir noch bauen könnten. Ihr könnt auch langsam mal Richtung was Taverne bauen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und tschüss.